Es ist 9.47 Uhr. Ich liege hier mit meiner Katze auf der Couch. Es ist Kamils Geburtstag. Und die beste Zeit, sich jetzt die Haare zu färben. Hallo YouTube! Long time no see. Es sind viele Dinge passiert. Das meiste davon auf Instagram. Also checkt es gerne mal, falls ihr mich da noch nicht abonniert habt. Meine Haarausgangssituation ist gerade He-Man! Das soll so nicht bleiben. Ich hatte die vorher kupferfarben. So ungefähr. Und jetzt habe ich Bock auf was Neues und ich habe schon ein Konzept, nämlich dieses hier. Und ihr habt für das da abgestimmt, was ich auch mit am besten fand. Und das probieren wir jetzt. Und Schritt 1 ist, meine Haare zu waschen. Denn auf frisch gewaschenem und trockenem Haar hält die Tönung am besten. Let's go! Am besten nehmt ihr ein Tiefenreinigungsshampoo und sonst nichts. Keine Spülung, keine Kur. Warum nur Tiefenreinigungsshampoo? Darum. Nummer 1. Es entfernt noch leichte Farbreste aus euren Haaren. Nummer 2. Es öffnet die Haarstruktur, die Schuppenschicht der Haare. Das bedeutet, die Tönung kann sich besser ums Haar legen. Warum trocken? Das Haar hat mehr Saugkraft und kann die Farbe richtig schön reinziehen. Es legt sich ja nur drumherum, aber wenn das Haar nass ist, besteht die Gefahr, dass es fleckig wird und das wollen wir natürlich nicht. So kann es aber nicht bleiben. Moment. Besser. Übrigens, wir haben es ja eine Weile nicht gesehen. Ich habe ein neues Feature. Oberarme. Und falls ihr euch gefragt habt, was das hier ist, das ist mein Dachschaden. Denkt dran, euch alte Klamotten anzuziehen, damit ihr euch die schönen nicht einsaut. Ey. Ja, okay. Let's go. And what do we have here? Turn up the brightness. Luna time. Nice. Luna Rush. Stick up. Alle Farben. Mega geil. Oh, was haben wir denn da Schönes? Benutzen Sie diesen Code, um 15% auf all diese geilen Haarfarben zu sparen. Erinnert euch vielleicht noch an Blood Moon, das hatte ich schon mal. Das hat einen Monat lang einfach mega krass gehalten. Die anderen hatte ich noch nicht. Da haben wir nämlich Neon Guava, Eclipse Black, Cyan Sky, Magic Oracle und Cerulean Sea. Und verwenden werden wir heute diese vier und Vogelhilfe natürlich. Vielen Dank. Ja, voll nett von dir, dankeschön. Vogel, welche machen wir zuerst? Such mal eine aus. Welche zuerst? Die? Okay. Neon Guava sieht auf den ersten Blick eher Neon Orange aus, aber wir werden sehen. Vielleicht ist es doch pinkstichiger, als man denkt. Das ist Total Eclipse. Ich bin total gespannt, weil der Schwarzton von Directions kann gar nichts. Der wäscht sich auch über Grün aus, das wollen wir nicht. Und hier sieht man schon ganz gut, dass der so einen braun-rötlichen Unterton hat. Und angeblich wäscht er sich auch restlos wieder aus. Das werden wir dann sehen. Riecht auf jeden Fall lecker fruchtig. Cerulean Sea sieht auf den ersten Blick mega vielversprechend aus und riecht auch irgendwie nach See. Also jetzt nicht fischig oder so, aber frisch, briesig. Cyan Sky. Da bin ich mega gespannt drauf. Das sah so cool knallig aus. Das ist der Plan. Das heißt, ich kann leider nicht mit Vogels Suggestion anfangen und muss ein bisschen darauf achten, dass ich die Strähnchen nicht vergesse, die hier und da ins obere Deckhaar kommen sollen. Also nicht direkt oben drauf, sondern so ein bisschen drunter, damit es so durchblitzt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Am Ansatz starte ich mit Eclipse Black und ziehe das ein bisschen in die Länge, verblende das gut zu Cerulean Sea und in die Spitzen kommt dann das Cyan. Damit alles schön gleichmäßig wird, teile ich immer so einen Zentimeter ungefähr ab und male auch von unten nochmal alles richtig gut an. Und natürlich schön ordentlich verblenden, alles nochmal richtig schön durchmatschen, damit alles schön eingedeckt ist mit Haarfarbe und nichts trocken bleibt. Beim Neon Guava hatte ich in den Spitzen immer ein bisschen Blaustich. Ich denke, das lag an den dreckigen Handschuhen, aber auch mit den sauberen Handschuhen war ich irgendwie mit den Spitzen nicht so wirklich zufrieden. Ich bin fertig mit dem Auftragen. Mein Aluhut ist on fleek. Als ich die Seite fertig hatte, fingen die Spitzen hier schon an trocken zu werden. Das hat man bei Directions nicht so. Ich bin super gespannt, wie dunkel das beim Auswaschen tatsächlich ist. Besonders am Ansatz mit dem Eclipse. Das soll ja eigentlich so schwarz sein. Oh mein Gott, Spiegelception. Ich lasse das jetzt mal noch eine halbe Stunde drauf und dann spülen wir das zusammen aus. Ich versuche das jetzt noch so lange ich kann drin zu lassen. Das ist dieser orangene Part. Ich habe ein bisschen Angst, dass das wie hier vorne so komisch matschig wird. Ich habe gar keine Ahnung, wie das gleich aussieht, aber wir werden es sehen. Wie immer, semi-permanente Haartönung, kalt auswaschen. Niemals warm. Erstmal ist es geiler für eure Kopfhaut, weil es die Durchblutung anregt. Und zweitens schließt das Haarstruktur nochmal zusätzlich zu dem Direktzieher. Heißt, die Haare glänzen mehr
Und die Farbe kann dementsprechend nicht so schnell rausgewaschen werden, als wenn ihr es heiß wascht. Den mache ich jetzt. Das Wasser ist bis jetzt nur so Jeansblau. Erster Moment der Wahrheit. Es hat noch echt lange ausgeblutet. Das Wasser wird auch nie ganz klar, ne? Auch wenn das auf der Verpackung draufsteht. Macht euch nicht irre, wenn das Wasser nicht klar ist. Wenn ihr so lange spült, bis das Wasser klar ist, habt ihr keine Farbe mehr in den Haaren. Aber... Oh, das ist aber doch gut knallig geworden. Krass. Gut. Also das war ja der Plan, aber auf dem Haar war ich mir nicht so sicher, ob das doch so knallig wird. Oh, das Türkis. Dang. Boah, das Schwarz ist ja auch... Boah, das ist richtig schwarz. Oh mein Gott, ich hatte noch nie so dunkle Haare. Holy shit. Krass. Wichtig auch, nasse Haare niemals bürsten. Never. Never. Die Haare sind sehr, sehr, sehr elastisch, wenn die nass sind. Und wenn ihr die dann kämmt, dann brechen die schneller. Holy fuck. Ich glaube, das hat echt gut geklappt. Es kann sein, dass ich hier halt nochmal drüber gehen muss. Wir machen die erstmal trocken. Also ich muss sagen, ich bin ultimativ begeistert von dem Schwarz. Es ist halt einfach wirklich schwarz. Das ist krass. Es sieht richtig schön aus. Es ist mega shiny auch. Wovon ich nicht überzeugt bin, jetzt gerade im Moment auf der Kamera sieht es auch nochmal anders aus als im Real Life, muss ich sagen, ist das, was ich in die Spitzen reingemacht habe, das Zyan. Sieht teilweise hier zum Beispiel einfach nur mega ausgewaschen aus. Alles in allem ist es sehr grün und nicht so blau, wie ich dachte. Das Schwarz, das Cerulean Sea, mega geil. Die anderen beiden Töne müsste man wahrscheinlich pur nochmal versuchen. Was ich mir halt auch vorstellen könnte, ist, dass die zwei dunklen Töne einfach die hellen so ein bisschen überwaschen haben. Hier habe ich mir auch gedacht, dass man das Knallige so schön hier durchsieht und es kommt halt gar nicht raus. Das sieht halt auch auf der Kamera richtig heftig aus. Der Ansatz ist ein bisschen stärker. Das Stück hier ist ganz schön. Aber der Rest ist in echt sehr, sehr ausgewaschen. Ich mache mir da noch ein bisschen Rot mit rein. Ich habe ja das Blood Moon noch. Ich habe mir jetzt aus diesem und diesem Tomatenketchup gemixt. Wie findest du das? Ist es gut? Okay, das ist ein klares Nein. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen von dem Zyan in die Spitzen gegeben, in der Hoffnung, dass das noch ein bisschen mehr bamst. Das sieht jetzt schon deutlich knalliger aus als eben. Ich hatte auch mit dem Blood Moon an den Ansätzen ein bisschen was gemacht, aber man sieht es kaum. Ich gehe davon aus, dass die Schuppenschicht jetzt wieder schon geschlossen war. Dass es wahrscheinlich die Farbe nicht so gut annehmen wird. Ansonsten probiere ich es einfach beim nächsten Mal waschen. Ich warte jetzt noch mal eine halbe Stunde, dann wasche ich das aus und zeige euch dann das trockene Ergebnis. Bis gleich! Viel besser. Die Spitzen sind viel knalliger jetzt. Das Rot haut einfach richtig rein. I'm loving for this. Das sieht einfach aus, als hätte ich eine Wig an. Die sind so shiny. Und nochmal bei Tageslicht. Ich finde die Farben richtig gut. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden jetzt mit dem Ergebnis. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal kurz über die Spitzen zu gehen. Die ballern jetzt wirklich richtig schön. Und auch den Kontrast mit dem Rot finde ich viel, viel besser. Ich finde, es kommt auch echt krass ans Original dran. Der dunkle Ansatz ist echt heftig. Überlegt ihr irgendwann vielleicht mal ganz schwarz zu machen mit der Farbe. Es sieht bestimmt auch richtig cool aus. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas aus dem Video mitnehmen. Ich habe euch ja ein paar Tipps gegeben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was davon ihr noch nicht wusstet und ob ihr vielleicht noch Fragen habt. In der Info findet ihr einen Link zu allen meinen sozialen Medien. Ich freue mich, euch auf Instagram wiederzusehen und natürlich im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank an all meine Patrons. Schön, dass ihr da seid. Dank euch kann ich jetzt wieder ein bisschen öfter Videos machen. Kleines Update zum Auswaschen. Das Schwarz wird wieder blond. Naja. Man sieht es jetzt nicht super krass, aber wenn man ganz nah dran geht und mit ein bisschen Sonnenlicht oder Blitz, sieht man es halt schon. Ich habe es halt erst einmal gewaschen und ich finde, dafür ist es schon zu hell. Ich denke aber, dass das Schwarz sich super anbietet, um Farben dunkler zu mischen, damit man die einfach nochmal ein, zwei Nuancen dunkler bekommt. Zusätzlich muss ich dazu sagen, ganz frisch blondiertes Haar hält die Farbe nicht so gut wie dauerhaft geschädigtes. Dementsprechend vielleicht wird es auch besser, wenn ich es noch öfter auftrage. Ich glaube aber, dass ich beim Nachtönen einfach nochmal das Cerulean Sea ein bisschen mehr an den Ansatz packe, weil mir das super, super gut gefällt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Bye!